Da haben wir leider trotz mehrfacher Bemühungen dieses Gesetz, ein Whistleblower-Schutzgesetz, nicht verabschieden können in dieser Legislatur. Das war leider mit der Union nicht zu machen. Dafür gibt es vor allen Dingen eine Erklärung. Trotz diverser Skandale findet die Lobby bei der Union weiterhin zahlreiche offene Ohren. Das war auch bei den Gesetzesberatungen beim Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz leider so. Und von einem Umdenken, auch wenn Herr Guttenberg zum Beispiel als Ex-Politiker heute eine Rüge bekommen hat, von einem Umdenken ist jedenfalls wenig zu merken.